Und es ist die, zwangsläufig die totale Einmischung in unser, in ihrer aller Leben. Es geht gar nicht anders. Und damit ist das, weil es total ist, per Definition ein totalitäres Programm. Man muss es wirklich so sehen. Das ist reinste Hybris und war es schon seit 2015. Aber es wird gelebt. Es wird in, speziell in diesem Ministerium gelebt. Es findet über die Finanzen statt, diese Verarmung, diese Entreicherung von Ihnen. Sie müssen das über Ihre Steuern oder über die Inflationsfolgen, über die ich ja hier auch regelmäßig reden muss. Nie gesehene Inflation und sie wird noch steigen. Wir werden zweistellige offizielle Inflationsraten noch dieses Jahr sehen. Es wird alles passieren. In manchen Bereichen sind wir bereits dreistellig. Es ist irre. Es ist Politik gemacht im weitesten Sinne und es wird noch alles verschlimmert durch diese politisch korrekte Gutmenschenpolitik, die auf jeder Ebene stattfindet, in jedermanns Interesse auf der Welt, nur nicht in ihrem. Nur nicht in ihrem. Natürlich gibt es ein Ende, weil ich das immer wieder gefragt werde. Es gibt ein Ende dieser Politik, so wie jeder Umverteilungssozialismus in der Weltgeschichte immer noch geendet hat. Aber es gab halt noch nie ein Experiment auf globaler Ebene. Der globale Sozialismus, den die UdSSR vielleicht mal in wilden, feuchten Träumen angestrebt hat, war noch nie verwirklicht. Das ist der nächste Versuch. Liebe Klartextfreunde, ein weiteres Schlaglicht aus den Haushaltsberatungen 22, die in diesen Wochen im Mai stattfinden. Heute das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Früher hieß es schlicht Entwicklungshilfeministerium, aber das klingt ja zu despektierlich. Eigentlich war das Ministerium vor 10 Jahren noch derart unwichtig, dass der damalige Entwicklungshilfeminister Niebel, FDP, es einfach selbst abschaffen wollte. Soweit waren wir damals, aber es hat sich alles geändert. Heutzutage ist die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Partnerstaaten und Kooperationsstaaten und irgendwo auch noch unter ferner liefen Entwicklungshilfe viel, viel wichtiger denn je. Denn wir leben ja im Zeitalter des Internationalismus, in dem alles immer wichtiger wird. Und so kommen Titel zustande wie bilaterale staatliche Entwicklungszusammenarbeit. Die AfD hat Veränderungsantrag mal schlappe Milliarde rausnehmen wollen aus dem Titel, insbesondere diese Milliarden, die nach Indien, China, Mexiko, Pakistan und Indonesien expediert werden sollten. Das sind nach unserer Lesart nun wirklich keine entwicklungshilfebedürftigen Staaten mehr. Also schon mal aus dem Grund keine Gelder mehr sind, sonst würde Deutschland letzten Endes seine eigenen Konkurrenten befördern und Länder, die entweder jetzt schon oder bald wohlhabender sind als wir selbst. So sieht es aus hier. Das wollten wir tun aus dem Titel, der ja, so ungefähr 2 Milliarden groß ist. Das ist nur einer von ganz, ganz vielen internationalistischen Titeln. Dann platzten aber die deutsch-indischen Regierungskonsultationen von Herrn Modi, indischer Premier, und Herrn Scholz uns im Mai irgendwo noch mitten rein und wir durften dann der Presse, nicht etwa dem Haushaltsplan, entnehmen, dass Indien genau mit dieser Begründung bilaterale staatliche Entwicklungszusammenarbeit 10 Milliarden Euro zu erwarten habe. Nur Indien und gleich das Fünffache dieses Titels, das für diese anderen 6 Staaten reserviert war. Wofür, war nicht so ganz klar. Am Ende war es ein politischer Kuhhandel. Man wollte Indien wohl ein bisschen entfernen von Russland, mit denen man noch zu sehr gekuschelt hatte, offensichtlich aus deutscher Sicht. Da sind dann plötzlich 10 Milliarden ihres Steuergeldes da. Für ein Land, das kein Entwicklungsland mehr ist. Also alles irre, wir haben es noch nicht im Plan. Deshalb konnten wir es noch nicht rausnehmen. Aber nehmen Sie es zur Kenntnis, das ist schon mal hohe Politik, die hier unter dem Label Entwicklungshilfe und Zusammenarbeit gemacht wird, aber reine Geopolitik ist. Immer noch bilaterale staatliche Entwicklungszusammenarbeit, da gibt es hunderte von Titeln in diesem Plan. Die letzten Endes alles auf die Implementierung der Agenda 2030 hinauslaufen. In diesem Fall waren es jetzt mal 21 Millionen für ein International Sustainability Campus, das Deutschland finanziert, weil Sie das alle wollen, weil Sie das demokratisch gewählt haben. Wenn Sie wüssten, was Sie gewählt haben, würden Sie Ihre Wahl bitter bereuen und sich das Kreuz nochmal gut überlegen von September oder Oktober 2021. Wie auch immer, 2015 wurde die Agenda 2030 bereits auf den Weg gebracht von der UN. Transformation unserer Welt, die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Das hilft jetzt auch ausgeschrieben wenig. Man kann sich eigentlich nicht viel darunter vorstellen. Und selbst die Agenda 2030 Webseite selbst braucht über 17 Unterpunkte mit ganz langen Texten, was eigentlich sich dahinter verbirgt. Und am Ende ist es die ganz große Weltbeglückung. Es wird praktisch alles angefasst. Die Armutsbekämpfung, die Hungerbekämpfung, die Gesundheitsversorgung international soll besser werden. Hochwertige Bildung überall natürlich. Weltweit Gleichberechtigung der Geschlechter.
erneuerbare Energien, natürlich alles weltweit, gute Arbeitsplätze weltweit, wirtschaftliches Wachstum, Innovation, Infrastruktur weltweit verbessern, weniger Ungleichheiten weltweit, nachhaltige Städte weltweit, nachhaltige Gemeinden, nachhaltiger Konsum und Produktion weltweit, natürlich globale Maßnahmen zum Klimaschutz, sogar Leben unter dem Wasser läuft hier als eigener Unterpunkt, wahrscheinlich auch weltweit, Leben an Land. Damit das Land nicht diskriminiert wird, ist es separat aufgeführt zum Wasser. Auch das weltweit und global, auch der Frieden und Gerechtigkeit, es ist das globale Wolkenkuckuckshain, es ist die komplette Hybris der üblichen selbsternannten Weltlenker mit dem Machbarkeitswahn, den wir schon seit 20 Jahren als irre bezeichnen. Es ist zwangsläufig die totale Einmischung in unser, in ihrer aller Leben. Es geht gar nicht anders. Und damit ist das, weil es total ist, per Definition ein totalitäres Programm. Man muss es wirklich so sehen. Das ist reinste Hybris und war es schon seit 2015. Aber es wird gelebt. Es wird speziell in diesem Ministerium gelebt. Und manchen Fraktionen reicht es dann immer noch nicht. Die Linken beantragen mit der Begründung, der internationale Klimaschutz ist insgesamt unterfinanziert. Wow. Da fließen aber Milliarden ein. Es gibt praktisch nichts, was zurzeit nicht mit Klima begründet wird, wenn man nicht gerade Corona oder Ukraine heranzieht. Alles spitzt sich immer wieder auf dieses Thema Agenda 2030 mit dem Schwerpunkt Klimaschutz zu. Und für die Linken ist es immer noch unterfinanziert. Man will einen globalen Kompensationsfonds, natürlich also nicht für Deutschland, sondern Gelder, die ganz klar raus aus Deutschland kommen, überall nur nicht in Deutschland investiert werden. Transfer klimafreundlicher Technologien, Entschädigung für Klimaschäden. Man will die ganze Welt entschädigen für Klimaschäden, die noch angeblich erst 2080 auftreten werden. All das wollen die Linken. Also man überholt die Ampel noch, wie der Name sagt, links und klimatisch irre. Milliarden, ebenfalls ein linken Antrag, sollen reingegeben werden in den weltweiten Aufbau von öffentlicher Gesundheitsinfrastruktur. Auch das läuft unter Agenda 2030, ist aber natürlich in früher besprochenen Klartexten Gesundheitssektor auch noch zugehörig. Hier geht es also nicht um den deutschen Gesundheitssektor, der darbt, sogar nach offizieller Lesart von Lauterbach, der immer mehr Geld braucht und so weiter. Hier will man den weltweiten Aufbau im Gesundheitssektor fördern und die Grünen haben sekundiert und haben es noch gesagt, die Welt würde das erwarten, die globale Führungsrolle Deutschlands für den Gesundheitssektor. Auch da also Milliarden, Hunderte von Millionen sollen in einen globalen Fonds für universelle Gesundheitsversorgung, auch das wollen die Linken. Man will qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung für alle Menschen universell zugänglich machen, also für 8 Milliarden. Das ist die Priorität der Linken, aber klar, es passt wunderbar zur Agenda 2030. Man könnte mit dieser Begründung und dieser Sache die Linken sofort in die Regierung aufnehmen, gar kein Thema. Immer noch die Linken, Förderung der entwicklungspolitischen Bildung. Das ist jetzt die deutsche Seite, der einzige Verwendungszweck von Geld aus diesem Ressort in Deutschland. Das wollen die Linken für die entwicklungspolitische Bildungsarbeit einsetzen. Mit anderen Worten, die Hirnwäsche pro Agenda 2030. Sie nennen es Vermittlung dieses Programms an andere Kulturen oder auch Weltoffenheit, außerdem Kampf gegen Rassismus. Auch das fällt im weitesten Sinne offensichtlich unter Entwicklungspolitik, wenn man ein linkes Hirn hat. Und tja, dann soll man auch noch Medien fördern und natürlich im Ausland. Es gibt ja ohnehin schon diverse Vehikel der Medienförderung im Inland. Hier geht es aber um ausländische Medienförderung, natürlich letzten Endes immer zum Nation-Building und zur Beeinflussung von meistens Oppositionsgruppen im Ausland, manchmal aber auch Regierungsgruppen, wenn da schon die genehmen Schurken sitzen. Es gibt ja ein altes Beaumont aus den Kalten Kriegszeiten. Ja, es ist ein Schurke, aber es ist unser Schurke. Das haben die Amerikaner schon damals gesagt, wenn sie die richtigen Leute eingesetzt hatten. Also mit anderen Worten, hier wird über die Förderung von Medien neben Außenpolitik Deutschlands betrieben, Einmischung in die Angelegenheit anderer Länder im Schutze des Einzelplans 23 Entwicklungshilfe. Das ist nicht das Außenministerium hier, das ist auch nicht irgendwie das Kanzleramt, das auch viel Medienarbeit im Ausland macht. Und natürlich ist es dann Geld, was an die Deutsche Welle fließt. Das ist das Hauptvehikel, ein unglaublich Propagandasender in jeder Hinsicht, rein staatliche Propaganda verbreitend praktisch immer, in keiner Weise überparteilich und auch nicht neutral im Ausland. Hier wird deutsche Regierungspolitik umgesetzt über den Äther. Man ist mit dreistelligen Millionenbeträgen pro Jahr finanziert. Die AfD wollte das ein bisschen kürzen, aber auch das ist natürlich abgelehnt worden.
Was geschieht noch im 23er Einzelplan? Entwicklungshilfeministerin Schulze hat sich gerade mit der Ukraine verständigt zur Unterstützung der Bewältigung der Kriegsfolgen und beim Wiederaufbau der Ukraine. Das ist zwar im 22er Haushalt noch nicht drin, denn der Krieg ist ja noch nicht zu Ende und die Ukraine muss heute noch nicht wieder aufgebaut werden. Leider, der Krieg läuft noch. Aber es ist damit schon klar, wir haben heute schon mehr oder weniger zugesagt, dass Deutschland mehr oder weniger im Alleingang die Ukraine wieder aufbauen wird. Und das muss man sich mal vorstellen. Also das wäre ja schon in Vorkriegszeiten eine unvorstellbare Aufgabe gewesen, an der ärmsten Länder der Welt, nein, Europas. Und vor dem Krieg, was meinen Sie, was da los ist nach dem Krieg? Hier kann ein ganzer deutscher Staatshaushalt problemlos pro Jahr in die Ukraine versickern. Das ist und Frau Schulze lässt sich mit dem ukrainischen Außenminister heute schon so ablichten, man habe einen Deal. Irgendwo stand eine andere Überschrift. Deutschland ist jetzt, es ist alles wieder gut mit der Ukraine, hat irgendeine Zeitung heute geschrieben. Hier steht, Deutschland steht bereit, beim Wiederaufbau einer freien Ukraine zu helfen. Ja, Leute, es ist die alte Scheckbuchdiplomatie. Helmut Kohl hat das schon gemacht. So kann jeder lieb Kind sein in aller Welt, wenn er einfach ihr Geld überall hin verteilt. Genau das geschieht hier. Der 23er Haushalt, Entwicklungshilfehaushalt, ist besonders prädestiniert dafür. Tja, Peter Schulatour hat ja mal in seinem berühmten Bonmot gesagt, wer halb Kalkutta aufnimmt, der wird halt dann irgendwann Kalkutta. Vielleicht sollte man das heute etwas abwandeln. Wenn man jedem Kalkutta der Welt hilft, dann wird man halt auch irgendwann zu Kalkutta. Und genau das ist das, was im Moment geschieht. Deshalb ist Finanzpolitik eben leider verdammt wichtig. Es findet über die Finanzen statt, diese Verarmung, diese Entreicherung von Ihnen. Sie müssen das über Ihre Steuern oder über die Inflationsfolgen, über die ich ja hier auch regelmäßig reden muss, nie gesehene Inflation und sie wird noch steigen. Wir werden zweistellige offizielle Inflationsraten noch dieses Jahr sehen. Es wird alles passieren. In manchen Bereichen sind wir bereits dreistellig. Es ist irre, es ist Politik gemacht im weitesten Sinne und es wird noch alles verschlimmert durch diese politisch korrekte Gutmenschenpolitik, die auf jeder Ebene stattfindet. In jedermanns Interesse auf der Welt, nur nicht in ihrem. Nur nicht in ihrem. Natürlich gibt es ein Ende, weil ich das immer wieder gefragt werde. Es gibt ein Ende dieser Politik, so wie jeder Umverteilungssozialismus in der Weltgeschichte immer noch geendet hat. Aber es gab halt noch nie ein Experiment auf globaler Ebene. Der globale Sozialismus, den die UdSSR vielleicht mal in wilden, feuchten Träumen angestrebt hat, war noch nie verwirklicht. Das ist der nächste Versuch, ihn zu verwirklichen. Und ja, dadurch wird er langlebig. Man kann sich mit 1 Billion nochmal Zeit erkaufen, wie Alan Greenspan mal gesagt hat, ich werfe euch eine gute Party, wenn ihr mir 1 Billion Dollar gebt. Hier reden wir inzwischen, und das ist keine Übertreibung von mir, von zweistelligen Billionenzahlen, die hier irgendwann in diesen Irrsinn reinfließen, diese Umverteilung. Natürlich nicht alles von Deutschland, aber ja, das Aufschuldungspotenzial Deutschlands ist im Billionenbereich und es ist bereits zu mehr als der Hälfte ausgeschöpft. Das heißt, der Staatsbankrott ist zu 50% bereits in Nähe gerückt. Wir haben nicht viel mehr als 2 bis 3 weitere Billionen, damit sogar Ihr zukünftiges Steuergeld bereits on the hook ist, also in der Haftung. Und dann wird irgendwann auch der Kapitalmarkt aufwachen und ist entweder hyperinflationär oder über einen Währungscrash des Euro und damit natürlich auch von Ihnen allen richten. Das wird passieren, es muss enden. Es kann nicht jedermann dauerhaft auf jedermanns Kosten leben. Schon gar nicht global, wo es ja noch nicht mal irgendwo einen Gedanken einer verbindenden Schicksalsgemeinschaft gibt. Es gibt keine globale Volkszugehörigkeit, zumindest gibt es kein Gefühl einer globalen Volkszugehörigkeit. Nur abgehobene Eliten definieren sich als reine Kosmopoliten jenseits jedes Nationalstaats oder jedes Stammes. Das gibt es nicht in der Realität. Und doch wird es hier fingiert, zugunsten wie immer einer Nomenklatura, hier eben einer Weltnomenklatura, die davon verdammt gut lebt. Aber am Ende sind wir dann alle Bettler im eigenen Land. Oder wie es Roland Bader formuliert hat, die vollkommene Gleichheit aller ist erreicht, wenn wir alle als Bettler auf der Straße leben. Ist noch eine Weile hin, man kann sich noch einige Jahre erkaufen, aber es ist ein fataler Weg. Und nur wir als AfD bekämpfen ihn hier haushalterisch, wir bekämpfen ihn auch allgemeinpolitisch. Es kann nicht sein. Die Nationalstaaten werden entmachtet, ihre Souveränität wird entmachtet, der Rechtsstaat wird am Ende auch einer globalen Regierung untergeordnet und es wird unterfüttert mit einem Weltsteuersystem, mit einem Weltumverteilungssystem, das am Ende nicht gut gehen kann. Aber dieses Ende wird ein fatales und es werden Jahre des Totalitarismus vorher kommen, wenn sie nicht aufpassen. Ihr Peter Böhringer.